Also ja, in der Richtung, wenn ich weiter nach oben gehe, genau ist das ist die Grünfläche hier überall. Ich würde sagen, hier auf der anderen Flussseite irgendwo wird dann unser Refuse-Zeug hinkommen. Oder hier oben, hier in die Ecke, hier so. Das werden wir aber dann sehen, wenn es soweit ist, denke ich mal. Ja. Ich brauche jetzt erstmal zwei Flügel, die hier weggehen noch. Ne, erstmal muss ich wirklich eine Grube wenigstens channeln, oder? Ne, ich mache erst die Flügel, die weggehen. Also so ein Dreierflügel hier. So. Und neben dem muss gechannelt werden. So. Und hier muss auch gechannelt werden, bis hier hinten. Das ist zu weit. So. Nein, 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 das ist auch wieder falsch. Obwohl doch, es ist fast richtig. Es ist richtig, doch. Ich muss nämlich hier channeln. Hier channeln. Muss hier channeln. Hier channeln. Dann muss ich genauso hier weg minern. Wie habe ich das hier jetzt gemacht? Habe ich das? Nein, ich habe da drei weggeschnitten. Oder? Eins, zwei, drei, ja. Also so. Eins, zwei, drei. Und dann so gemacht. So. Und dann channeln wir noch hier weg. Und müssen hier weg channeln. So. Und halt, das war falsch. Hier müssen wir wegchanneln. Und das nicht. So. So. Genau. Wow, sieht das nach Katastrophe aus. Aber wenn wir schon mal beim Channeln sind. Designation Channel. Würde ich gerne hier noch channeln. Und hier noch channeln. So. Das könnte eine richtige Katastrophe werden, was ich hier treibe. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Expedition Leader, Metalsmith, Glassmaker, Engineer. Habe ich eigentlich schon jemanden, der mir eine Brücke bauen kann? Die müsste nämlich dann da so rüber gehen, die Brücke. Und müsste sich... Oh, ach so, falsch. Das muss ich ja vorher angeben. Also ja, man kann bei einer Brücke... Also erstmal, so kann man eine Brücke machen. Mit den Tasten U und M macht man sie größer und kleiner von der Länge her oder von der Y-Achse her. Und mit H und K macht man sie breiter und schmäler. Steht auch hier, Höhe und Breite verändern. Und hier stellt man die Waste Direction ein. Das steht hier oben nämlich. Also wenn ich sage W, Waste nach da oben, dann klappt sie in die Richtung ein und dann wird sie hier zu einer Mauer. Also blockiert den Weg auch gleichzeitig. Wenn ich das zu A sage, gut, dann meckert er, dass hier nicht genug, dass hier nichts dran ist, wo man die Brücke anlegen kann. Genauso, wenn ich so sage, S würde sie nach da wegklappen, was ich allerdings nicht will. Weil so könnten Trolle sie immer noch zerstören, so rum nicht. Und wenn ich X nehme, dann verschwindet sie nur einfach. Hä? Nee, halt, wenn ich S wähle, dann verschwindet sie. Und wenn ich X nehme, dann... Genau.
klappt sie nach Süden um. Also wenn ich S nehme, dann kann ich sie platzieren, wie ich will. Außer halt in der Wand. Ich will aber, dass sie nach W verschwindet. Und dazu wähle ich Granit aus. So. Und die wird wahrscheinlich nicht konstruiert, weil wir keinen Architekten haben. Gut, dann hüpfe ich mal kurz in meinen Dwarf Therapist. Wo ist er denn? Da, der Therapist. Den seht ihr jetzt leider auch nicht. Das ist nämlich die beste Übersicht, um Zwergen Aufträge zu erteilen. Beziehungsweise Jobs zuzuweisen oder Gnomen halt. Sieht irgendwie übersichtlicher aus als früher. Ja, mein Engineer, der kann auch Architektur machen, wenn ich Architektur finde. Cleaning Stone, Recovery, Dressing Wounds, Sorcery, Praying. Siege Operating. Invention and Research und Engineering könnte der auch noch machen. Architektur, genau. So. Logging. Woodcutting, hä? Skilled Lumberjack. Ach, Woodcrafting, okay. Ah, die Jobs bei den Gnomen sind irgendwie etwas überschaubarer. Gut, dann apply ich mal die Changes. Und dann müsste er mir die Brücke bauen. Und schaut euch das an, wie mein Hauptraum langsam Formen annimmt. Also ja, aber ich muss zugeben, die Säulen sind ein bisschen schwer zu erkennen hier, die 6. Aber sie sind auf jeden Fall da und stützen den Raum. Weil der Raum könnte theoretisch einbrechen, wenn ich... Wow, das ist eng hier gewesen, aber es hat noch gereicht. So, sie graben jetzt hier einen Graben um die Brücke herum. Ist ihnen gestattet. Währenddessen gucke ich mal nach meiner Eingangsbrücke. Und die steht schon mal. Gut. Das heißt, ich kann weitere Brücken errichten. Ich will jetzt hier eine Brücke haben. Und zwar eine, die nach... Eins länger, bitte. Das müsste eins länger sein, ja. Eine, die nach Süden einzieht. Jupp. Braucht wieder 4 Granit. Granit haben wir aber genug, wie man sehen kann. Dann brauche ich noch eine Brücke, genau auf der anderen Seite. So. Ebenso eine Brücke. Und die soll nach Norden einziehen. Hier sehen wir übrigens die Anzahl an Granit, die wir haben. Wenn ich jetzt einmal nur auf Enter drücke, sieht man hier, Item needed nur noch 3 und ein Granit ausgewählt. Also ich könnte theoretisch auch eine Brücke aus verschiedenen Materialien bauen, aber Granit reicht völlig aus. So, noch eine Brücke. Hups, noch eine Brücke. Ich muss sie ja erst größer machen. So, noch eine Brücke aus Granit, aber die soll nicht restricten. Also sich einfach nur verschwinden, sondern die soll nach Süden hochziehen. So. Gut. Gnome haben was zu tun.
Dann sage ich den mal. Oh, jetzt kommt er jetzt nicht mehr zum Channeln daran, oder? Hat er einfach einen anderen. Er hat einen. Ja, doch, er channelt so. Designation. Jetzt removen wir mal ein paar Ramps. Also diese Pfeile hier sind Ramps, wo man hoch und runter gehen kann noch. Die removen wir mal. Jedenfalls die hier oben und die hier. So. Die hier übrigens auch bitte. Okay, die sind removed. Die hier können wir übrigens auch removen. Die da reichen. Und wir sollten unserem Architekten gleich auch mal noch ein. Wo bist du denn? Trade Depot, groß den Auftrag geben. So, das platzieren wir hier in der Mitte. Man sieht, es ist ziemlich groß, dass wir Karawanen empfangen können. So, weiteres Stairs und Ramps removen. Hier nicht, aber hier können wir die auf der Seite removen. Und ein Teil von denen hier, die brauchen wir nämlich nicht mehr, sonst sind das einfach kontraproduktive Rampen. So. Hier genauso brauchen wir auch nur noch die Ramps hier an der Seite. Und irgendwie kann ich mir Dings anschauen lassen. Muss ich gerade mal gucken. Hier war irgendwo ein Depot Access, genau. Ja, okay, das Depot ist noch nicht gebaut, deswegen kann das noch nicht re richtig registrieren. Okay, wieder eine Brücke fertig. Okay, er baut das Depot jetzt. Jetzt kann ich Depot Access machen. Und ja, Accessible Depot. Sehr schön. Also das Depot können wir betre kann betreten werden. Sehr gut. Das heißt, wir können weiter Brücken bauen. So, hier machen wir wieder eine Brücke hin, die nach da hochzieht. So. Aus Granit. Und dort drüben machen wir einfach eine Brücke hin, die verschwindet. Ah, das war jetzt zu viel. So, die verschwindet einfach nur so. Gut. Hier müssen wir noch minern übrigens. So. Gut, so meinen wir nämlich nur hier unten die Wände weg, aber lassen den Boden dort. Und die beiden hier dienen als Stützbalken für diesen Boden hier. So, die meisten unserer Brücken sehen schon mal fertig aus. Und es ist schon Sommer. Oh. Was sagen unsere Stocks eigentlich? Dass ich dringend eine Küche und so brauche. Und eine Brauerei und solches Zeug und neue Stockpiles hier drin. Also erst einmal baue ich hier einen Food-Stockpile hin. Etwas größeren.
So, und einen Woodstock-Pile. Hier oben.